Fast 2 Millionen Einwohner leben in Hamburg, der zweitgrößten Stadt Deutschlands. Doch wer weiß schon, warum im Hauptbahnhof Werbeplakate aus dem Jahr 1968 hängen? Wer kann erklären, wie dieser Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg zu einem Hightech-Standort wurde? Oder wie in diesen Tunneln an der Entstehung des Universums geforscht wird? Und was hatte eigentlich dieses Häuschen mit der Unterwäsche Kaiser Wilhelms II. Zu tun? Wir beginnen mit unserem geheimen Platz Nummer 1. Den finden wir unter dem Hamburger Hauptbahnhof. Mit täglich bis zu 550.000 Passagieren ist es der meistfrequentierte Bahnhof der Bundesrepublik. Doch hier liegt ein sogenanntes Geistergleis, von dem nie jemand abfährt, noch nie jemand abgefahren ist. Was das für ein Gleis ist, erklärt uns Historiker Daniel Frahm. Wir sind hier am Hamburger Hauptbahnhof, ein Ort mit sicherlich vielen Geheimnissen. Unter anderem soll es hier spuken. Was hat es damit auf sich? Ja, hier gibt es viele spannende Ecken und Lost Places. Und einen bisschen geisterhaften können wir uns jetzt vielleicht mal angucken. Na dann, runter in die Geisterwelt. Nur, was genau ist das für ein Ort? Das ist sozusagen die Idee, eine weitere U-Bahn-Linie in Hamburg zu bauen in den 60er Jahren. Und dafür hat man hier Röhren schon geschaffen, also Tunnelröhren, und die ausgekleidet und ausgebaut. Und dann kam die Ölkrise, die Staatshaushalte waren leer, die Wirtschaft ging den Bach runter und man hatte schlichtweg kein Geld mehr für solche Vorhaben und hat die U-Bahn-Linie dann nicht gebaut. Und stattdessen, was dann hier passiert? Nichts eigentlich. Diese Röhre, wo wir jetzt stehen, ist mit Schildern, mit Plakaten versehen worden, mit Bänken, aber sie ist eben nie benutzt worden. Das ist so ein bisschen wie so eine Zeitkapsel hier. Geister trifft man also doch keine im Hamburger Hauptbahnhof. Zeugnisse aus vergangenen Zeiten dafür schon. Und an manchen Ecken ist das alte Gleis sogar zukunftsweisend. Hier kann man sozusagen einen Blick riskieren hinter die Verkleidung der Haltestelle. Und die KollegInnen aus den technischen Abteilungen probieren hier tatsächlich gelegentlich das eine oder andere aus. Also man kann sehen, da ist so ein Stahlviereck aufgehängt. Und das war sozusagen die Frage, wie kann man Halterungen für die Infoscreens auf den Haltestellen sozusagen installieren? Also wie bringen wir einen geraden Bildschirm an eine gekrümmte Wand? Da hinten sieht man dann ja auch noch Werbeplakate, ne? Ja, das ist eins dieser großen Plakate hier in der Haltestelle. Wirbt für eine Eröffnung eines Kaufhauses in der Mönckebergstraße, was es heute, also im Jahr 2022, auch nicht mehr gibt. Noch weiter zurück in die Vergangenheit reisen wir am nächsten geheimen Ort. Vom Hauptbahnhof geht's rüber nach St. Pauli. 1906 wurde hier das Bismarck-Denkmal zu Ehren des ersten deutschen Reichskanzlers fertiggestellt. 33 Jahre später führten die Nationalsozialisten das Denkmal einem weiteren Zweck zu und bauten in den Hohlraum unter der Statue einen Luftschutzbunker. Auf die Dauer zu viel Gewicht für den Riesen, weshalb er jetzt unter der Aufsicht von Architekt Christoph Schwarzkopf restauriert werden muss. Für die Öffentlichkeit ist das Innere des Denkmals derzeit noch nicht zugänglich. Unser Team von Galileo durfte aber mal reinschauen. Wir sind hier schon im Bunker. Das ist also alles 1939 bis 1941 eingebaut worden. Man hat das Ganze, diesen ganzen Sockel dann in 8 Teile aufgeteilt. Man hat Wände eingebaut, die abgeschottet, hat hier gasdichte Türen eingebaut. Es gab dann 3 Zugangstreppen von der oberen Terrasse des Denkmals hier runter. Also jeweils zu diesen 3 gasdichten Türen und Gasschotts. Und hier innen drin sollten in jedem Abteil dann 100 Menschen Platz finden. Es war also auch relativ eng. Eine Etage weiter oben wird deutlich, von welchen engen Kammern der Architekt spricht. Neben den Tropfsteinen, die von der Decke hängen, wird an den Wänden noch etwas anderes sichtbar. Zitate Bismarcks, die von den Nationalsozialisten zu seiner Huldigung hier angebracht wurden. Offenbar sollte eine Art Weihestätte für den Reichskanzler und Helden der Nazis entstehen. Besonders deutlich wird das im zentralen Raum des Denkmals. Da ist hier oben das Bismarcksche Familienwappen, da oben an der Wand. Und dann hatte man hier einen Reichsadler mit einem Hakenkreuz, was dann nach dem Krieg überstrichen worden ist. Derzeit baut die Stadt Hamburg das Denkmal um, mit dem Ziel, es in Zukunft auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Warum das geplant ist, erklärt uns Enno Isermann von der Hamburger Behörde für Kultur und Medien.
Bismarck wurde von den Nazis hofiert. Er hat die deutsche Kolonialpolitik vorangetrieben, hat viel Leid dementsprechend auch über die Welt gebracht. Wieso wird dieses Denkmal nicht einfach abgerissen? Weil das wäre, glaube ich, der denkbar bequemste Weg wahrscheinlich, mit unserer Geschichte umzugehen, aber nicht der Weg, den wir gehen wollen, sondern wir wollen, dass wir uns mit dieser Geschichte konfrontieren. Darum ist die große Hoffnung, dass wir ihn jetzt so kontextualisiert bekommen, dass wir lernen müssen, das gehört zu unserer Geschichte, und uns aber für die Zukunft kritisch mit dieser Geschichte auseinandersetzen. In einem Wettbewerb ruft die Stadt Hamburg jetzt Künstler dazu auf, Vorschläge zu machen, wie sich die jüngere deutsche Geschichte am Denkmal Bismarcks erzählen lässt. Inspiration kann diese Aktion eines Wiener Künstlerkollektivs bieten, die ihm 2015 eine Steinbock-Skulptur auf den Kopf setzte. Für den nächsten geheimen Ort Hamburgs springen wir auf die andere Seite der Elbe nach Wilhelmsburg. Seit 2013 ist dieser aus Stahl und Beton gegossene Koloss, salopp gesagt, Batterie und Wärmflasche der Nachbarschaft. Das war nicht immer so. 1943 als Flugabwehrturm und Schutzraum für die Bevölkerung errichtet, zerstörten die Briten das Innere des Bunkers 1947 durch eine gezielte Sprengung. Dörte Klose von den Energiewerken Hamburg lässt uns hinter die dicken Mauern gucken. Der Energiebunker ist ein ganz tolles Beispiel für eine dezentrale, klimafreundliche Energieversorgung von Quartieren, und das mitten in der Stadt. Ja, hier siehst du schon das Herzstück der Energiezentrale. Das ist ein Großpufferspeicher. Der ist gigantisch groß mit 20 Metern Höhe und 11 Metern Durchmesser. Und da passen 2 Millionen Liter Wasser rein. Warmes Wasser, mit dem wir das Umfeld hier, die Wohneinheiten drumherum versorgen können. Wenn morgens zum Beispiel alle duschen wollen, dann haben wir hier wirklich genug Material, genug Wärme, um diese Haushalte versorgen zu können. Geheizt wird dieses Wasser unter anderem mit der Energie aus einer Solarthermieanlage auf dem Dach des Bunkers. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. So, und das ist jetzt hier einer der 4 Flaktürme, auf denen wir uns befinden. Und du siehst hier sehr schön die einmalige Stahlkonstruktion, die hier unterhalb der solaren Hülle sich befindet und das Ganze verankert. Mit den Photovoltaikmodulen produzieren wir Strom, und mit der Solarthermieanlage wird warmes Wasser produziert. Durch die innovative Technik des Energiebunkers werden im Jahr ca. 6.600 Tonnen CO2 eingespart. Von der Elbinsel Wilhelmsburg geht es zum Elbufer am Baumwall zu unserem nächsten geheimen Ort. Direkt gegenüber vom Hamburger Wahrzeichen, der Elbphilharmonie, steht ein weniger beachtetes Häuschen, das zum Seelwesen gehört, hamburgerisch für Kanalisation. Kleiner ist es, unauffällig steht es da. Und doch ist es Hüter kaiserlicher Geheimnisse. Hier liegt der Zugang zu Hamburgs Unterwelt, der ersten unterirdischen Kanalisation Europas. Die wollte der technikbegeisterte Kaiser Wilhelm II. Gerne besichtigen. Dafür nötig war schwere, wasserfeste Kleidung. In der konnte sich der Regent aber nicht öffentlich zeigen. Und umziehen einfach so auf der Straße? Ein Kaiser in Unterhose? Undenkbar. Deshalb wurde kurzerhand dieses hübsche Häuschen gebaut. Der ehemalige Baubezirksmeister der Hamburger Wasserwerke, Hans-Joachim Hoch, entdeckte das kaiserliche Ankleidezimmer 2012 bei Straßenbauarbeiten. Pläne gab es nicht. Auch eine Nachfrage bei uns in der Dienststelle ergab kein Erfolg. Also folgedessen habe ich den Polier dann gebeten, er möge mir mal ein Loch in dieses Gewölbe bohren. Hoch quetschte sich damals durch dieses Loch ins Ankleidezimmer. Wir können heute zum Glück die Treppe nehmen, auf den Fußspuren des Kaisers. Und genau hier haben wir die Stelle, wo ich mir das Loch habe bohren lassen, um in diesen Raum einzusteigen. Ja, ich guckte also von hier aus in diese Richtung und sah im Prinzip nur eine Mauer. Warum diese Tür dann irgendwann zugemauert wurde, ist nicht bekannt. Hier sind wir im nächsten Raum. Das ist hier die sogenannte Bootskammer. Von hier aus sind wir das Siel, den Abwasserkanal, durchgefahren, um Inspektionsarbeiten durchzuführen.
Dafür, dass der Kaiser hier hingegen jemals in ein Boot gestiegen ist, gibt es keine Beweise. Aus den Tiefen der Kanalisation geht es in die Höhen des Weltalls am Forschungszentrum DESY. Denn das hier ist kein Park wie jeder andere. Hier wird erforscht, was unser Universum zusammenhält. Ja, richtig gehört, hier werden die ganz großen Fragen angegangen. Genauer gesagt aber nicht im Park, sondern 25 Meter unter der Erde. Was da auf uns wartet, verrät uns der Physiker und Projektleiter Dr. Axel Lindner. Hier ist der Eingang zur Unterwelt. Wir gehen jetzt in die Halle rein, dann 25 Meter nach unten und treffen da auf einen großen Tunnel, in dem wir unser Experiment aufgebaut haben. Was ist das für ein Tunnel? Der Tunnel heißt Hera aus der alten Zeit, wo ein großer Beschleuniger unten installiert war. Da sind Elementarteilchen zusammengestoßen und wir haben versucht, hier das Innere von dem Proton, Bestandteil des Atomkerns, zu erforschen. Wir machen jetzt was völlig anderes. Wir nutzen den Tunnel und versuchen dort, die dunkle Materie zu erzeugen, die das Universum zusammenhält. Na dann, durch die Sicherheitsschleusen und ab nach unten. Axel, dunkle Materie, das habe ich schon ein paar Mal gehört, aber wirklich wissen, was das ist, tue ich nicht. Ich ja leider auch nicht. Aber ich kann dir erklären, wie wir auf die Idee gekommen sind, dass es dunkle Materie gibt. Wenn wir uns angucken, wie Milchstraßen rotieren, dann bewegen sich die Sterne eigentlich viel zu schnell für unser physikalisches Verständnis. Und wir können das nur erklären, wenn es irgendeinen Stoff gibt, der noch viel Anziehungskraft ausübt und diese Sterne auf ihre Bahn hält. Leider hat noch kein Experiment es geschafft, diese dunkle Materie zu identifizieren, was das eigentlich ist. Und das wollen wir bei unserem Experiment hier versuchen. Dunkle Materie ist also nicht zu sehen, hält Galaxien im Universum zusammen und soll hier in einem Experiment erzeugt werden. Klingt nach keiner ganz leichten Aufgabe. So, jetzt kommen wir zum Zentrum vom Experiment. Das hier das Herzstück, aber ich zeig dir mal, wie groß das Ganze eigentlich ist. Uff. Das sind 125 Meter bis zu dem Ende von einem Experiment. Aber der Tunnel insgesamt ist 6 Kilometer lang. Und was macht ihr jetzt genau mit diesen Röhren? Diese Art der dunklen Materie, die wir hier finden wollen, die reagiert mit Licht extrem schwach. Und zwar in einer besonderen Art und Weise. Wir haben ganz hinten haben wir einen starken Laser stehen und der schießt das Licht hier quasi in dieser Röhre. Und diese Röhre, das sind lauter ganz super starke Magnete. Und die Theorie sagt, dass sich ein winzig kleiner Teil von dem Licht in dem Magnetfeld hier drin in dunkle Materie umwandeln kann. Diese dunkle Materie, die heißt Axionen. Dann fliegen die auch in der Röhre lang zum Herzstück von dem Experiment. Und da gibt es eine lichtdichte Wand. Also das Licht kommt nicht durch, aber die dunkle Materie, die fliegt durch die Wand durch und merkt das gar nicht. Aber wie kann das sein, dass dunkle Materie einfach durch eine Wand durchfliegt? Wir wissen, dass es die dunkle Materie gibt, aber auch die empfindlichsten Experimente weltweit bisher nicht aufspüren konnten. Das bedeutet, die dunkle Materie reagiert mit nichts. Wenn ich jetzt hier so einen dunklen Materieball hätte, der würde einfach durch die Erde durchfallen und gar nicht merken, dass die Erde da ist. Und deswegen kann ich die dunkle Materie auch nicht durch irgendeine lichtdichte Wand blockieren. Also nimmt die das gar nicht wahr, aber die Axionen können sich dann wieder zurück in Licht verwandeln und dann sich so zu erkennen geben. Das kann man auch zu Hause nachspielen, das ist sehr selten, ein ganz seltener Prozess, aber man nimmt einfach mal 33 Würfel und versucht einen Pasch zu würfeln. Das ist ungefähr die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Lichtteilchen in ein dunkles Materieteilchen und wieder zurückverwandelt. Na dann, viel Erfolg. Hamburg, eine Stadt mit vielen versteckten Orten. Und manche davon sind mit Anmeldung sogar öffentlich zugänglich.